Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Elder Scrolls Arena. Wir sind hier in Dagoth-Ur und wir suchen irgendwie einen Weg, wie es hier weitergeht. Können wir so darüber? Yo! Wo ist das Ding? Da ist es. So, dann haben wir das. Aber hat mir jetzt gar nichts gebracht, hier zu sein, oder? Hallo? Ich will die Map. Ne. Wir müssten da irgendwie durchschwimmen, durch die Lava. Aber bringt gar nichts, hier zu sein. Dann springen wir mal wieder hier zurück. So, und nochmal darüber. Und wir fallen ins... Genau. Toll. Nein, komm, ich will dahin. Hier gab es irgendwo einen Weg hoch. Okay, noch ein bisschen weiter nach rechts. So, dann hier müssten wir irgendwo hochkommen. Nee, sind wir immer noch nicht dran. Hier müsste das sein. Dann egal, dann gehen wir mal hier hoch. Wenn er mal hochklettern würde. Der liebe Kollege hier. Und dann machen wir mal so. Und hier auch nochmal. Und... Ja, hau auf mich drauf, genau. Ich sehe dich zwar kaum, aber so. Toll, jetzt stecke ich hier fest. Da ist eine Tür. Mit einem Geist. Nein? Toll. Okay, hier machen wir mal ein Safe Game. Auf die 2 nochmal. So. Dann schauen wir mal. Wo sind wir jetzt genau? Vielleicht hier hin. Zwei Höllenhunde. This chamber looks to be some sort of crypt. Ja. Sieht sehr verdächtig hier aus, auf jeden Fall. Als müssten wir hier hin. Oh, da waren Schätze. Die müssen wir auf jeden Fall einsammeln. Vampire is regenerating. Wo ist ein Vampir? So, mitnehmen. Mithril Langschwert. Ich glaube, die sind dahinter. Dann machen wir hier auch nochmal ein Safe Game. So. Da haben wir den. Komm, du musst einfach nur drauf gehen. Tu mir den Gefallen und geh einfach drauf. Ich bin diseased, jetzt schon. Nochmal Shielding. Und nochmal den. Warum sind wir immer so schnell diseased? Warum geht der Vampir jetzt nicht drauf? Komm, das muss doch langsam gehen. Komm schon. Alter, das hat jetzt aber ewig gedauert gegen den Vampir. Mithrilschlüssel? Wir haben Mithrilschlüssel gefunden. Alter, ich denke, der steht jetzt jeden Moment auf. Ich hoffe, der bleibt da jetzt auf. Dass er so bleibt, dass wir mit dem nichts zu tun haben werden. Ich würde sagen, vielleicht hier nochmal ein Safe Game.
Dann schauen wir mal, wo geht's denn hier weiter? Ich glaube, dahinter gibt's jetzt nicht wirklich was. So. Shift J. Ja, so schaffen wir es rüber. Sauber. Ah. Das Viech. Komm. So, nochmal Heal True und nochmal Shielding. Suchen wir uns mal einen Weg. Ich glaube, hier oben gibt es nichts. Ne, hier gibt es keinen Weg. Aber das sieht sehr verdächtig aus hier. Vielleicht ist da noch ein Weg. Schauen wir uns da mal nochmal um. So, natürlich müssen wir hier wieder rüberspringen. Ah, da hinten ist eine Tür. Komm. Oh, wir sind wieder. Healing. Und wir nehmen dieses Mal vielleicht unsere Healing-Tränke. Dauert das so lange mit denen mittlerweile? Verstehe ich nicht. Aber wir gehen mal hier rum. You open door with Mithril Key. Ach. Hier sind wir richtig. Hier machen wir ein Safe Game. Auf die drei. Würde ich sagen. This level seems hotter as if a great fire burns underneath your feet. Dass wir hier direkt den nächsten Bereich finden. Sehr interessant auf jeden Fall, dass wir sofort den Weg gefunden haben. Aber hier ist anscheinend nichts. Vielleicht auf der Karte. Nope, hier gibt's gar nichts. Nur jede Menge Monster zu hören. Dann gehen wir mal hier rum. Ah, die Steingolems. Ich höre die schon. Ich will wissen, was hinter der Tür ist. To pass the first portal, you must find the Ruby Key. Okay, Rubinschlüssel finden. Dann suchen wir den mal. Ich sehe da schon irgendwen. Ne, doch nicht. Ich dachte, das wäre jemand. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwelche Steingolems. Gold flags to the walls of these passages, lending credibility to the legend of Dwarven Wealth. Wer ist gerade hier? Wer attackiert mich? Das war... Hallo, ich stecke jetzt fest. Da. Das hat mich jetzt echt erschrocken. Hallo, ich will hier vorbei. Okay. Interessanter Gang hier. Ui, was haben wir hier gefunden? Hallo. Ich will hier nicht feststecken. Gibt es hier irgendwie einen Weg dahin? So eine Brücke oder so? Ah, vielleicht muss ich hier eher fliegen. Sieht bisher danach aus, als müsste ich fliegen. Ja.
Trapped in the center of the lava pool is an iron golem and a ruby key on a pedestal beside. Alles klar, dann den. Nochmal das. Und nochmal das. So, den machen wir jetzt kaputt. Dann schnappen wir uns seinen Rubinschlüssel. So. The Iron Golem has nothing usable. So, okay, wo ist hier der... Da ist der. Den brauchen wir. Okay, ist aber auch ganz schön früh für den Schlüssel jetzt. Wir gehen mal zurück. Und ich habe den Verdacht, dahinter sind noch ein paar Schlüssel mehr, die wir uns aneignen müssen. Wo war denn das jetzt mit den Türen? Ah, da weiter runter, okay. So. You open door with the ruby key. Nice. Hier brauchen wir den Saphirschlüssel. Okay. Also müssen wir noch weiter. Das heißt, wir safen hier auf die 3 nochmal. Und dann holen wir uns den Rest. Boah, ich hasse dieses Geräusch, dieses dünn, dünn, dünn. Jetzt bin ich gespannt, wo die Goldflakes to the Hot Wall. Ja, yeah, okay. Das ist dieses goldene Dings hier, was man so leicht sehen kann. So, hier kommen wir da an. Das heißt, noch ein bisschen weiter. Ja, natürlich. Und dann mal schauen, wo es hier dann den... Ui, zwei Stück von denen gleich. Komm, du geh drauf, bitte. Ich hab bitte gesagt. Einfach drauf gehen, ja. Ah, beide auf einen Schlag. Nice. So, nochmal Brace of Heal True und Shielding. So, hier geht's nicht weit. Wo kommst du näher? Okay. Hier geht's aber auf jeden Fall nicht weiter. Das heißt, wir müssen da lang. Dann bin ich gespannt, was wir hier finden. Natürlich. Noch mehr dieser Höllenhunde. Okay, hier geht's nicht unterirdisch weiter. So, die Frage... Ach, der lebt immer noch. So, jetzt ist er tot. Da ist ein Schatz. Den nehmen wir mit. So, haben wir. Moment mal, hier geht's ja weiter. Runter, unterirdisch. Wollen wir... Ja, komm, wir gehen erstmal hier rein. Weil wir suchen ja schon die Schlüssel. Wir werden hier so oder so angekommen, okay. Ja, denken ist nicht so meins, ne? Denken überlasse ich lieber schön den anderen. Oh, hier geht's aber auch weiter. Lass mich raten, wir wären hier so oder so hingekommen, oder? Nope, werden wir nicht. Ui! Boah! Wo kommt der denn her? Alter. So, bitte sag mir, dass du einen Schlüssel hast. Der hat keinen Schlüssel. Aber ich will jetzt dann doch vielleicht hier unten rum da reingehen. Hier gab es ja noch einen Weg. Oha, wo geht's denn hier überall hin? Okay, unterirdisches Labyrinth. Aber wer weiß, vielleicht bringt es uns wirklich zum
den nächsten Schlüssel. Wo muss ich hier hin? Ah, hier ist ein geheimer Raum. Dann gehen wir erstmal hier hin. Jetzt kommt, es ist kein geheimer Raum. Sondern wir wären hier auch über einen anderen Weg hergekommen. So, dann nochmal Heal of True und Ring of Shielding. Jetzt bin ich gespannt. Wären wir hier so reingekommen? Und die Antwort lautet, ja, wir wären hier so reingekommen. Aber da gab es ja noch einen Weg. Ging ja noch weiter unten rum durch die Höhlensysteme. Wenn ich den Eingang wieder finde in die Höhlensysteme. Hier. Ja, dann schauen wir mal, wo wir hier ankommen. Auf jeden Fall bei so einem Geist. Ist er noch da? Ich sehe ihn nicht mehr. Da ist noch einer. Hört er auf, sich mal zu bewegen? Wo ist denn der? Ist er weg? Das war jetzt interessant mit dem. Hier geht's nicht wirklich weiter. Ah, dieses schöne Gedünn. So, dann wollen wir da jetzt gleich mal nach rechts gehen. Mal schauen, wo es hier dann weitergeht. Nirgendwo hin. Super. Hier jetzt nochmal nach rechts und dann schauen, wo es hier weitergeht. Vielleicht finden wir wirklich noch was. Wie das hier zum Beispiel. Hier scheint noch irgendwas zu sein. Da will ich auch auf jeden Fall hin. Frage ist, wollen wir zuerst links oder rechts rum? Also allererst den hier auf jeden Fall besiegen. Oh. Hat der mich jetzt erschrocken? So, dann nochmal den. Den. Und vielleicht mal Shock Resist. Weil dann sind wir gegen die Steingolems gewappnet. So, da ist schon der nächste. Es sind aber auch sehr viele Geister hier. Ah, wir gehen erstmal hier hin. Um zu schauen, wo es weitergeht. Okay, da führt ein weiter Weg hin. Aber laut der Karte sieht es so aus, als wenn wir hier weitergehen würden, kommen wir in diesen Raum. Und da ist mit Sicherheit noch ein Schlüssel. Vielleicht sogar mit etwas Glück der Saphir-Schlüssel. Oder es kann sein, dass hier noch mehr Gänge sind. Und noch mehr Geister. Jetzt? Alter! Nein! Wo? Heal True. Healing. Nochmal Heal True. Und Resist Fire. Wo ist der denn? Wo ist der auf mich geschossen hat? Wo
Hier muss man ständig zwischen den beiden zaubern. Goldfleck. Ah. Da muss man ständig gegen die beiden Zauber hier tauschen. So, wo bin ich jetzt aber genau? Wir gehen mal hier lang. Vielleicht würde ich hier nochmal ein Safe Game machen. Auf die 3. Weil wir sind jetzt so weit gekommen. Wo kommen die her? So. Shielding. Heal True. Und wieder Resist Shock. Können die mir jetzt nichts mehr anhaben? Zumindest mit deren Zauber. Kann man nicht hier irgendwie so ein Ding machen, das gegen alles Resist ist? Irgendwie ein Zaubertrank. Resist everything. So. Dann haben wir den Übeltäter jetzt auch mal. Warte mal. Wir sind wieder hier. So. Das heißt, dann gehen wir hier nochmal zurück. Warte, wo müssen wir lang? Genau, hier links, dann wieder rechts. Und dann ab hier nochmal schauen. Genau, hier dann gleich links. Natürlich. Immer wieder die Geister. Und die... Oh, die Steingolems. Meine Lieblingsgegner hier mittlerweile. So oft wie die kommen. Ui. Und weg sind sie. Nochmal den. Und nochmal den. Und hier ist gar nichts. Also den ganzen Weg hier umsonst gemacht. Und jetzt ist die Frage, wo ist denn dann der Rest? Hier unten wahrscheinlich, hier, wo das Lava ist. Gehe ich mal von aus. Das heißt hier geradeaus und dann wieder Richtung Süden. Dann vielleicht trotzdem nochmal ein Safe Game machen auf die 3. Man darf ja die Hoffnung nicht aufgeben, dass man vielleicht doch noch irgendwie... Ne, falsch. Was laber ich da? Man... Egal. Hab jetzt eben den Kontext vergessen. So. Aber in dem Spiel wird man so oder so immer wieder drauf gehen. Immer wieder alles versucht hier einen umzubringen. Sind wir hier richtig? Da ist Lava, aber ist wahrscheinlich hier drunter. Alter, können die mal aufhören mit diesem Düng, Düng, Düng. Warum haben die das überhaupt ins Spiel mit reingebracht? Das nervt, das ist erstens zu laut, zweitens, man hört keine Gegner mehr. Jetzt hört man erst wieder Schwertklimpern und die Gegner. So, immerhin 16 Gold. Ja, da ist schon der nächste. So, machen wir dies hier nochmal. Dies hier und hier Resist Shock. So, komm. Den haben wir. Und hier Shift J. So, ein Amulett, nice. Und hier auch nochmal. Irgendwo muss ja doch noch ein Schlüssel sein. Ich glaube aber nicht hier. Nee, aber da hinten ist eine Tür.
Ich glaube, die Tür führt uns zum Schlüssel. Und jetzt fängt schon wieder an. Ne, hier ist eine geheime Tür. Und hier ist noch eine Tür und noch eine Zellentür. Behind the cell door, you see a Medusa and a crystal key glinting from a pedestal on your right. Jetzt bin ich... Also, ich bin paralysiert. Free Action. Den hier. Na, ah, nicht Heal True. Shielding wollte ich. Und eine Shock Resist haben wir. Warum kann ich nicht Free Action? Hallo? Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Ich habe Mark of Free Action genutzt. So. Toll. Aber ich kann mich noch bewegen. Okay. Dann gehen wir mal so. Jetzt bin ich paralysiert. Und die haut drauf. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Warum? So. Ui, 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 jetzt gehe ich gleich drauf. Nochmal Heal True und nochmal Shielding. Dann hau ich die jetzt mal kaputt. So, komm schon. So, dann haben wir die jetzt. Potion nehmen wir mit. Buckler lassen wir. Yo, wir haben jetzt doch nochmal ein Level Up bekommen. Nice. 5 Bonuspunkte. Ich würde dann vielleicht hier auf Agility gehen, weil To Hit und To Defend wird dann steigern. So, dann sind wir hier plus 4 und da plus 4. So, dann können wir jetzt nochmal den hier machen und das hier. Nehmen das. Ein Battle Axe, nice. Und ich glaube, ich sehe da schon den Schlüssel. Hallo? So, noch eine Battle Axe, okay. Ne, nicht hier war der Schlüssel, hä? Haben wir den eingebildet? Das, da ist er. Muss man auch schon richtig gucken. So, dann haben wir hier jetzt den Schlüssel gefunden. Wir können dann noch einmal nach Norden und nochmal nach Süden gehen. So, Shift J. Das war irgendwie passend mit dem Dong. Natürlich, hier sind nochmal 2 von denen. So. Aber hier ist nichts. Dann gehen wir mal hier hin. Das hier. Shielding. Nochmal den. Und nochmal Resist. Da ist ja noch einer. Okay, aber hier scheint sonst nichts mehr zu sein in dem Bereich. Das heißt, den ganzen Weg nochmal zurück. Wir haben den Diamantschlüssel statt den Saphir. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!